Ja, dann lernen sollst du. Folge mir. Ich bin ein Lehrer. Das ist gut für dich, bei mir zu lernen. Hallihallo, hallo, willkommen zurück zu Pokémon Goldene Edition. Und es geht los Richtung Viola City zum Ort der ersten Arena. Yeah! Weil wir gut sind und hier erstmal Trainer besiegen. Ich bin kein Trainer. Wenn du einem in die Augen siehst, dann bereite dich auf einen Kampf vor. Ja, voll die krassen. Anstatt eines Käfer-Pokémon traf ich auf einen Trainer. Ja gut, du stehst nicht im Gras. Du solltest mehr ins Gras gehen, dann findest du auch Pokémon, ey. Käfersammler Uli. Was hat da? Eine Raupi. Machen wir kalt. Ich sag's dir. Das machen wir kalt. Tackle. So. Nochmal Deckel. Krass. Wow. Und noch ein Raupi. Nee, das kann jetzt Taubsi auch noch machen. Das Taubsi einmal schafft, schafft Taubsi auch zweimal, ganz ehrlich. Okay. Mehr Taubsi, du hast es drauf, ne? Besiegt. Du sein, tust. Level 4. Ark, du bist zu stark. Ja, 48 Pokédollar. Muss hier kurz mal was tauschen. Oh, falsch. So, wieso nehme ich das Schwächste, auch wenn es wahrscheinlich als erstes besiegt wird. Der Zerschneider kann hier eingesetzt werden. Okay. Was gibt's hier noch so? Ein Taubsi. Habe ich schon. Trainieren. Wieso? Trainieren. Oh. Ah. Ah. Daneben. Krass. Yay, Beere. Ja, da war noch eine Beere. Wow, trotzdem so viel weg. Ein Taubsi ist schneller. Nicht gut eigentlich. Okay, wir müssen tauschen. Komm, Radfratz, du bist dran. Ja, das sollte jetzt machbar sein. Komm. Boah. Radfratz. Danke. Passt. Hallo. Dunkelhöhle? Wenn ein Pokémon für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Oh, Duster. Ja, wir können nichts tun. Dunkelhöhle. Ja. Gegengift. Krass. Wir haben Gegengift gefunden. Okay, dann wären wir da nur wieder gegen einen Baum gerannt. Oh, ein Pokéball. Yay, wir können neues Pokémon fangen. Zusätzlich. Noch. Ich habe einige Pokémon gefangen. Lass uns kämpfen. Okay. Käfersammler Greg. Greg. Keine Ahnung. K.
Krieg steht da. So, Tackle. Ja, toll, Robby. Du bist verkackt. Willst du es nochmal probieren? Nee? Oh. Du-dum, du-dum, du-dum. Komm. Wir machen's fertig. Level 4. Komm. Das ist nochmal Level 2. Das schaffst du doch. Wird eng. Unmögliches Unterfangen. Komm, Radfratz. Komm. Du schaffst es. Oh Gott. Level 5. Only you. Level 3. Mal gucken, ob wir mal hier ein Pokémon besiegt. Also eins von uns besiegt wird. Auf alle Fälle nicht gegen Horndio. Das ist klar. Und noch eine Raupi. Ja, jetzt möchte ich wechseln. Taubzi. Tackle. Aha, Fadenschuss. Ist ja nur damit Taubsi schneller ist. Hm, toll, nochmal Fadenschuss. Das schlug fehl. Mir ist wohl verkackt. Level 5 für Taubsi. Und Taubsi erlernt Sandwirbel. Yay, Greg besiegt. Au. Ja. Voll geschichtig. Letztes Grasbüschelchen. Kommt noch ein Pokémon. Ein Taubsi. Tackle. Gut, war klar. Jo. Taubsi. Taubsi fight. Tackle. Ja. Unser Taubsi macht eindeutig mehr Schaden. Okay. Oder auch nicht. Radfratz. Wir gehen mal die Liste durch, ja. Yay. Hallo. Ich habe ein gutes Pokémon in der Dunkelhöhle gefunden. Ich ziehe es groß, um später gegen Falk anzutreten. Er ist der Arenaleiter von Viola City. Ja, Falk. Route 31, Viola City, Rosalia City. Hallo. Hi, Kumpel. Warst du schon im Knuffensterturm? Ich bin von da gekommen. Wenn der Turm in Viola City steht, dann auf alle Fälle nicht. Ich bin zu weit gelaufen. Ich sollte zu Hause anrufen. Na, wahrscheinlich hast du dich verlaufen jetzt, ne? So, Pokémon Center. Erstmal heilen. Guten Morgen. So kurz vor 5.
Dann könnte man schon fast denken, ich nehme alle Parts hintereinander auf, aber wenn ich hier in den Pokécom gehe, ist es Freitag, kurz vor 5. Es war vor etwa 3 Jahren. Team Rocket hatte etwas Übles mit dem Pokémon vor. Aber die Gerechtigkeit hat gesiegt. Ein junger Trainer hat sie zerschlagen. Der war geil, sag ich euch. Ein Kerl namens Bill hat das Pokémon-PC-Lagerungssystem erfunden. Okay, mein besser als wenn er Pokémon-Kostüme erfindet, in denen er nicht mehr rauskommt. Pokémon sind schlau. Sie gehorchen nur Trainern, vor denen sie auch Respekt haben. Hat der Trainer nicht genug Orden, machen sie, was sie wollen. Ja, Pokémon hören auch nicht auf alles und jeden. Man sagt, dass im Knopfenserturm Geister umgehen. Pokémon-Attacken des Typs Normal zeigen bei Geistern keine Wirkung. Ein Pokémon, das du durch Tausch erhalten hast, wird schneller wachsen. Aber wenn du nicht im Besitz des passenden Ordens bist, gehorchen sie dir vielleicht nicht. Ja, schlecht. Aber wie gesagt, Pokémon machen halt nicht alles. Ich sammle Pokémon. Hast du ein Knuffenser? Möchtest du es gegen mein Onix tauschen? Du möchtest dich tauschen? Schade, ich habe kein Knuffenser. Was ist das? Ja, was ist das? Oh, das ist ein Räucherstäbchen. Ja. Ist klar. Da geht's nicht weiter. Viola City, die Stadt der Nostalgie. Earths Pokémon Akademie. Gehen wir mal rein. Hallo. Ich tausche mein bestes Pokémon mit diesem Kerl. Hä? Das Pokémon, das ich bekommen habe, hält etwas. Ja, voll krass. Ein Pokémon, das eine Beere hält, wird sich im Kampf selbst heilen. Noch viele andere Items können von Pokémon gehalten werden. Es ist nicht einfach, sich all diese Notizen zu machen. Ja, ich weiß es auch so, ich brauche keine Notizen. Ich mache mir Notizen über die Ausführung. Besser, ich schreibe auch alles von der Tafel ab. Ja, was steht denn da? Es ist das Notizbuch dieses Kindes. Fange Pokémon mit Pokébällen. Bis zu 6 können sich gleichzeitig im Team befinden. Weiterlesen? Jo. Bevor man den Pokéball wirft, muss das Ziel geschwächt werden. Ein vergiftetes oder verbranntes Pokémon kann leichter gefangen werden. Jo. Manche Attacken verwirren dein Pokémon. Ein verwirrtes Pokémon kann sich auch selbst verletzen. Nach einem Kampf endet auch die Verwirrung. Okay. Leute, die Pokémon fangen und in Kämpfen einsetzen, nennt man Pokémon-Trainer. Man erwartet von ihnen, dass sie Arenen besuchen und gegen andere Trainer antreten. Die nächste Seite ist leer. Junge, ey! Mehr habe ich nicht aufgeschrieben. Ja. Und das ist die Tafel. Auf der Tafel werden die Statusveränderungen von Pokémon während eines Kampfes erklärt. Okay. Ist zu viel jetzt, guten. Muss auch nicht alles lesen, ey. Hier ist übrigens kein Earl drinne. Ist doch Earls Pokémon Akademie. Das Schild habe ich schon gelesen, ey. Falk von der Pokémon Arena in Viola City ist ein großartiger Trainer. Er hat die Arena seines Vaters geerbt und hat dort hervorragende Arbeit geleistet. Viola City, Pokémon Arena, Leiter Falk. Der elegante Meister der Flug-Pokémon. Ja, da gehen wir später hin. Erstmal die Stadt erkunden. Hallo, bist du ein Trainer? Hast du gewonnen in dem Kampf gegen den Arena-Leiter? Ja. Oh lala, sehr hübsch. Okay, jetzt das andere. Nö. Ah ja, dann lernen sollst du. Folge mir. Ich bin eine Lehrer, das ist gut für dich, bei mir zu lernen.
Ah, du bist Earl. Earl, so lautet mein Name. Wunderbar sind Pokémon. Hui. Ich werde dir beibringen, ein besserer Trainer zu werden. Was möchtest du wissen? Willst du ein Gewinner, du sein? Willst ein Gewinner, du sein? Ja. Gut, so lass mich dir erklären. Im Kampf wird das erste Pokémon auf der Liste beginnen. Ändere die Aufstellung in der Liste, um dich den Gegebenheiten zu passen. Möchtest du noch mehr hören? Ja. Du möchtest also wissen, wie man Pokémon richtig trainiert? Jo. Gut, so lass mich erklären. Selbst wenn ein Pokémon nur kurz an einem Kampf teilnimmt, erhält es einige EP. Platziere schwache Pokémon an der Spitze der Liste, tausche sie dann im Kampf gegen ein anderes Pokémon. So können auch schwache Pokémon stark werden. Zum Schluss hast du nicht mehr so viel falsch gesprochen. Naja. Ich glaube, da ist ihnen die Kreativität ausgegangen. Dinge falsch schreiben hier. Alles, was du benötigst, ist so ein Pokémon-Supermarkt. Hallo? Pokémon können Items wie Trank und Gegengift tragen, aber offenbar sind sie nicht in der Lage, künstlich hergestellte Items zu benutzen. Ja, ist halt schwierig, ne? Wir leben nur von der Natur. Fängst du ein Pokémon, ist es vermutlich sehr schwach. Aber letztendlich wird es wachsen und stärker werden. Es ist wichtig, Pokémon sehr viel Liebe zu schenken. Ja, ich schick dir meine ganze Liebe. Ich habe einen wackelnden Baum gesehen. Wenn du ihn berührst, windet er sich und tanzt. Cool. Ja, cool. Sie verwenden die Namen ihrer Lieblingsspeisen als Spitznamen für ihre Pokémon, meine ich. Was? Wer? Ich nenne mein Taubsi Erdbeere. Taubsi? Ja. Hallo, Erdbeere. Wie geht's wieder raus aus der Stadt? Das möchte ich hier noch gar nicht. Hey, bist du ein Pokémon-Trainer? Schlägst du den hiesigen Arena-Leiter, dann darfst du dich bald zur Elite zählen. Ja, bald, nach 5 Millionen Jahren. Knofensaturm, erfahre die Art der Pokémon. Okay, erfahre die Art der Pokémon. Hier geht's jetzt rein. Yay. Hallo. Ein über 30 Meter großes Knofenser. Man sagt, es wurde die Trägersäule des Turmes. Siehst du, wie sie sich bewegt? Ja. Die Trainer findest du oben. Okay. Der Knofenser-Turm wurde vor langer Zeit als Pokémon-Trainingsstätte errichtet. Nur wenn du es bis nach ganz oben schaffst, erhältst du eine VM. Das heißt, wir müssen nach oben. Hallo. Wie hart wir auch kämpfen, der Turm bleibt stehen. Wir machen den nicht kaputt. Weißer Eckhart möchte kämpfen. Der Knofenser. Knofenser-Turm, da gibt's Knofenser. Krass. Oh. Gut. Ich glaube nicht, dass alle Pokémon heile oben ankommen werden. Level 5. Und Einigler erlernt. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln zu Taubsi. Da kommt nämlich noch ein Knofenser. Wow. Ja, nicht sehr effektiv, denn hier Tackle ins Face.
Level 6. Ja, Knifensa, welche Überraschung. Wow. Jetzt war es nur ein KP weggegangen. Und unsere Tacke ging an den. Noch ein Versuch. Yay, besiegt. Level 7. Ich kämpfe hart, aber ich bin einfach zu schwach. Ja, 96 Pokédollar. Okay, das war's für diesen Part von Pokémon Goldene Edition. Wenn euch es gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Und ja, wenn ihr sehen wollt, wie ich weiter hier den Turm erklimme, dann könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren, um das nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.